Daniel, holst du Dad? Das Essen ist fertig. Mach ich, Mom. Weltraumkapitän Daniel Stardust auf Patrouillenflug. Marsianisches feindliches Raumschiff auf dem Monitor. Sie haben uns entdeckt. Schalte Schutzschild ein. Laserkanonen werden auf das Ziel ausgerichtet. Hört sich ja nach einer gewaltigen Raumschlacht an. Hallo, Dad. Hallo, mein kleiner Weltraumkapitän. Mom schickt mich. Ich soll dich holen. Ah, was gibt es denn Leckeres heute? Keine Ahnung. Aber wenn es wieder Brokkoli gibt, dann esse ich nichts davon. Ein Kapitän braucht ein Steak und kein Grünzeug. Schiebst du mir einfach heimlich den Brokkoli auf den Teller? Ja, aber das bleibt unser Geheimnis. Sicher. Wo ist denn eigentlich Stumpy? Stumpy? Der kleine Braune mit den kurzen Beinen. Den habe ich gestern auch schon nicht gesehen. Oh, jetzt, wo du es sagst. Und ich vermisse noch ein Rind. Das waren bestimmt die Marsianer. Meinst du? Na, dann werde ich nach dem Essen mal nach Marsianern Ausschau halten. Aber Vorsicht, die sind gefährlich. Nimm mich besser mit. Ja, aber sicher, Daniel. Du gibst mir Rückendeckung, falls sich ein kleines grünes Männchen blicken lässt. Und ich meine, heute Morgen auch eine fliegende Untertasse gesehen zu haben. Wirklich? Dann müssen wir Mama aber warnen. Machen wir. Ach, Daniel, sei so gut und bring mein Hemd mit. Siehst du, es hängt da über dem Zaun, nicht, dass es wegfliegt. Mach ich, Dad. Aber komm dann sofort nach. Nicht, dass das Essen kalt wird. Ja. Marsianer. Hallo, Honey. Das duftet ja schon wunderbar. Setzt euch schon mal. Wo ist denn Daniel? Er kommt sofort. Holt noch etwas für mich. Hab ihm extra seinen Lieblingsnachtisch gemacht. Vanillepudding mit Himbeeren. Oh, wenn er nicht kommt, nehme ich seine Ration. Das könnte dir so passen. Du kennst mich doch, bei etwas Süßem werde ich zum Tier. Da seid ihr beide gleich. Ja, der Apfel fällt eben nicht weit vom Stamm. Wenn ich mir aber dein kleines Bäuchlein so ansehe, gebe ich deine Ration vielleicht lieber Daniel. Untersteh dich. Mal sehen. Jetzt könnte er aber endlich kommen. Daniel? Daniel! Vielleicht wäscht er sich oben im Bad die Hände. Das wäre ja mal ganz was Neues. Daniel? Daniel! Daniel! Ich guck draußen nach. Ich komm mit. Daniel! Daniel, Schatz, das Essen wird kalt. Das ist jetzt nicht mehr lustig. Komm bitte, Daniel. Wir werden jetzt kein Verstecken mit dir spielen. Was liegt denn da? Da, da vorne. Das ist mein Hemd. Daniel sollte es mir mitbringen. Wieso hast du ihn nur allein gelassen? Jetzt hör mal auf. Daniel ist 10 Jahre und kein Baby mehr. Daniel! Daniel! Vorsicht, der Bulle! Gatter, jemand hat es geöffnet. Wenn das Daniel war, setzt es was. Nein, sieh doch. Das Gatter ist zu.